Als ich 6 Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, das Erlebte Geschichten hieß, ein prächtiges Bild. Er stellte eine Riesenschlange dar, wie sie ein Wildtier verschlang. In dem Buche hieß es, die Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu zerbeißen. Daraufhin können sie sich nicht mehr rühren und schlafen 6 Monate, um zu verdauen. Ich habe damals viel über die Abenteuer des Dschungels nachgedacht und ich vollendete mit einem Farbstift meine erste Zeichnung. Ich habe den großen Leuten mein Meisterwerk gezeigt und sie gefragt, ob ihnen meine Zeichnung nicht Angst mache. Sie haben mir geantwortet, warum sollen wir vor einem Hut Angst haben? Meine Zeichnung stellte aber keinen Hut dar. Sie stellte eine Riesenschlange dar, die einen Elefanten verdaut. Ich habe dann das Innere der Boa gezeichnet, um es den großen Leuten deutlich zu machen. Sie brauchen ja immer Erklärungen. Die großen Leute haben mir geraten, mit den Zeichnungen von offenen oder geschlossenen Riesenschlangen aufzuhören und mich mehr für Geographie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren. So kam es, dass ich eine großartige Laufbahn, die eines Malers nämlich, bereits im Alter von 6 Jahren aufgab. Der Misserfolg meiner Zeichnungen hatte mir den Mut genommen. Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst. Und für die Kinder ist es zu anstrengend, ihnen immer und immer wieder erklären zu müssen. Ich war also gezwungen, einen anderen Beruf zu wählen und lernte fliegen. Ich bin überall in der Welt herumgeflogen und die Geographie hat mir dabei wirklich gute Dienste geleistet. Ich konnte auf den ersten Blick China von Arizona unterscheiden. Das ist sehr praktisch, wenn man sich in der Nacht verirrt hat. So habe ich im Laufe meines Lebens mit einer Menge ernsthafter Leute zu tun gehabt. Ich bin viel mit Erwachsenen umgegangen und habe Gelegenheit gehabt, sie ganz aus der Nähe zu betrachten. Das hat meine Meinung über sie nicht besonders gut getan. Wenn ich jemanden traf, der mir ein bisschen heller vorkam, versuchte ich es mit meiner ersten Zeichnung, die ich gut aufbewahrt habe. Ich wollte sehen, ob er wirklich etwas los hatte. Aber jedes Mal bekam ich zur Antwort, das ist ein Hut. Ich blieb also allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich hätte sprechen können. Bis ich vor 6 Jahren einmal eine Panne in der Sahara hatte. Etwas an meinem Motor war kaputt gegangen und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere bei mir hatte, machte ich mich ganz allein an die schwierige Reparatur. Es war für mich eine Frage auf Leben und Tod. Ich hatte für kaum 8 Tage Trinkwasser mit. Am ersten Abend bin ich also im Sand eingeschlafen, 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ich war viel verlassen als ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mitten im Ozean. Ihr könnt euch daher meine Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch eine seltsame kleine Stimme mich weckte. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Wie bitte? Zeichne mir ein Schaf. Ich bin auf die Füße gesprungen, als wäre der Blitz in mich gefahren. Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. Da sah ich ein kleines, höchst ungewöhnliches Männchen, das mich ernsthaft betrachtete. Ich schaute mir die Erscheinung mit großen, staunenden Augen an. Vergesst nicht, dass ich mich 1000 Meilen abseits jeder bewohnten Gegend befand. Auch schien mir mein kleines Männchen nicht verirrt, auch nicht halbtot vor Müdigkeit, Hunger, Durst oder Angst. Es machte durchaus nicht den Eindruck eines mitten in der Wüste verlorenen Kindes, 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend. Als ich endlich sprechen konnte, sagte ich zu ihm, »Aber was machst denn du da?« Da wiederholte es ganz sanft wie eine sehr ernsthafte Sache, »Bitte, zeichne mir ein Schaf.« Wenn das Geheimnis zu eindrucksvoll ist, wagt man nicht zu widerstehen. So absurd es mir erschien, 1000 Meilen von jeder menschlichen Behausung und in Todesgefahr, ich zog ein Blatt Papier und eine Füllfeder aus meiner Tasche. Dann aber erinnerte ich mich, dass ich vor allem Geographie, Geschichte, Rechnen und Grammatik studiert hatte, und missmutig sagte ich zu dem Männchen, dass ich nicht zeichnen könne. Es antwortete, »Das macht nichts. Zeichne mir ein Schaf.« Da ich nie ein Schaf gezeichnet hatte, machte ich ihm eine von den einzigen 2 Zeichnungen, die ich zu Wege brachte, die von der geschlossenen Riesenschlange, und ich war höchst verblüfft, als ich das Männchen sagen hörte, »Nein, nein, ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Eine Riesenschlange ist sehr gefährlich, und ein Elefant braucht viel Platz. Bei mir zu Hause ist wenig Platz. Ich brauche ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf.« Also habe ich gezeichnet. Das Männchen schaute aufmerksam zu, dann sagte es, »Nein,
Das ist schon sehr krank. Mach ein anderes. Ich zeichnete. Mein Freund lächelte artig und mit Nachsicht. Du siehst wohl, das ist kein Schaf. Das ist ein Widder. Es hat Hörner. Ich machte also meine Zeichnung noch einmal. Aber sie wurde ebenso abgelehnt wie die vorigen. Das ist schon zu alt. Ich will ein Schaf, das lange lebt. Mir ging die Geduld aus. Es war höchste Zeit, meinen Motor auszubauen. So kritzelte ich eine Zeichnung zusammen und knurrte dazu. Das ist die Kiste. Das Schaf, das du willst, steckt da drin. Und ich war höchst überrascht, als ich das Gesicht meines jungen Kritikers aufleuchten sah. Das ist ganz so, wie ich es mir gewünscht habe. Meinst du, dass dieses Schaf viel Gras braucht? Warum? Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist. Es wird bestimmt ausreichen. Ich habe dir ein ganz kleines Schaf geschenkt. Er neigte den Kopf über die Zeichnung. Nicht so klein wie... Aber sieh nur, es ist eingeschlafen. So machte ich die Bekanntschaft des kleinen Prinzen. Ich brauchte lange Zeit, um zu verstehen, woher er kam. Der kleine Prinz, der viele Fragen an mich richtete, schien die meinen nie zu hören. Zufällig aufgefangene Worte haben mir nach und nach sein Geheimnis enthüllt. So fragte er, als er zum ersten Mal mein Flugzeug sah, »Was ist das für ein Ding da?« »Das ist kein Ding. Das fliegt. Das ist ein Flugzeug.« Und ich war stolz, ihm sagen zu können, dass ich fliege. Da rief er, »Wie? Du bist vom Himmel gefallen?« »Ja«, sagte ich bescheiden. »Ach, das ist ja lustig. Also auch du kommst vom Himmel? Von welchem Planeten bist du denn?« Da ging mir ein Licht auf über das Geheimnis seiner Anwesenheit und ich fragte hastig, »Du kommst also von einem anderen Planeten?« Aber er antwortete nicht. Er schüttelte nur sanft den Kopf, indem er mein Flugzeug musterte. »Freilich, auf dem Ding da kannst du nicht allzu weit herkommen.« Und er versank in eine Träumerei, die lange dauerte. Da nahm er mein Schaf aus der Tasche und vertiefte sich in den Anblick seines Schatzes. Ihr könnt euch vorstellen, wie stark diese Andeutung über die anderen Planeten mich beunruhigen musste. Ich bemühte mich also, mehr zu erfahren. »Woher kommst du, Kerlchen? Wo bist du denn zu Hause? Wohin willst du mein Schaf mitnehmen?« Er antwortete nach einem nachdenklichen Schweigen, »Die Kiste, die du mir geschenkt hast, hat das Gute, dass sie ihm nachts als Haus dienen kann.« »Gewiss, und wenn du brav bist, gebe ich doch einen Strick, um es tagsüber anzubinden. Und einen Pflock dazu.« Dieser Vorschlag schien den kleinen Prinzen zu kränken. »Anbinden? Was für eine komische Idee!« »Aber wenn du es nicht anbindest, wird es doch weglaufen.« Da brach mein Freund in ein Gelächter aus. »Aber wo soll es denn hinlaufen?« »Irgendwohin, geradeaus.« Da versetzte der kleine Prinz ernsthaft. »Das macht nichts aus. Es ist so klein bei mir zu Hause.« Und ein bisschen schwermütig vielleicht fügte er hinzu, »geradeaus kann man nicht sehr weit gehen.« Ich hatte eine zweite sehr wichtige Sache erfahren. Der Planet seiner Herkunft war kaum größer als ein Haus. Das erschien mir gar nicht verwunderlich. Ich wusste ja, dass es außer den großen Planeten wie der Erde, dem Jupiter, dem Mars, der Venus, denen man Namen gegeben hat, noch hunderte von anderen gibt, die manchmal so klein sind, dass man Mühe hat, sie im Fernrohr zu sehen. Wenn ein Astronom einen von ihnen entdeckt, gibt er ihm statt des Namens eine Nummer. Er nennt ihn zum Beispiel Asteroid Numero 3251. Ich habe ernsthafte Gründe zu glauben, dass der Planet, von dem der kleine Prinz kam, der Asteroid B612 ist. Am fünften Tag war es wieder das Schaf, das ein Lebensgeheimnis des kleinen Prinzen enthüllen half. Er fragte mich unvermittelt, ohne Umschweife, als pflückte er die Frucht eines in langem Schweigen gereiften Problems. »Ein Schaf frisst Blumen?« »Ein Schaf frisst alles, was ihm vors Maul kommt.« »Auch Blumen, die Dornen haben?« »Ja, auch Blumen, die Dornen haben.« »Wozu haben sie dann Dornen?« Ich wusste es nicht. Ich war gerade mit dem Versuch beschäftigt, einen zu streng angezogenen Bolzen meines Motors abzuschrauben. Ich war in großer Sorge, da mir meine Panne sehr bedenklich zu erscheinen begann, und ich machte mich aufs Schlimmste gefasst, weil das Trinkwasser zur Neige ging. »Was für einen Zweck haben Dornen?« Der kleine Prinz verzichtete niemals auf eine Frage, wenn er sie einmal gestellt hatte. Ich war völlig mit meinem Bolzen beschäftigt und antwortete aufs Geradewohl, »Dornen haben gar keinen Zweck. Die Blumen lassen sie aus reiner Bosheit wachsen.« »Oh.« Er schwieg.
Aber dann warf er mir mit einer Art von Verärgerung zu: »Das glaube ich dir nicht. Die Blumen sind schwach, sie sind arglos. Sie schützen sich, wie sie können. Sie bilden sich ein, dass sie mit Hilfe der Dornen gefährlich wären.« Ich antwortete nichts und sagte mir im selben Augenblick: »Wenn dieser Bolz noch lange bockt, werde ich ihn mit einem Hammerschlag heraushauen müssen.« Der kleine Prinz störte meine Überlegungen von neuem. »Und du glaubst, dass die Blumen...« aber nein, ich glaube nichts. Ich habe irgendetwas dahergeredet. Wie du siehst, beschäftige ich mich mit wichtigeren Dingen.« Er schaute mich verdutzt an. »Mit wichtigeren Dingen? Du sprichst ja wie die großen Leute.« Das beschämte mich. Er aber fügte unbarmherzig hinzu: »Du verwechselst alles. Du bringst alles durcheinander.« Er war wirklich sehr aufgebracht. Er schüttelte sein goldenes Haar im Wind. »Es sind nun Millionen Jahre, dass die Blumen Dornen hervorbringen. Es sind Millionen Jahre, dass die Schafe trotzdem die Blumen fressen. Dieser Kampf der Schafe mit den Blumen soll unwichtig sein. Und wenn ich eine Blume kenne, die es in der ganzen Welt nur ein einziges Mal gibt, nirgendwo anders als auf meinem kleinen Planeten nämlich, und wenn ein kleines Schaf, ohne zu wissen, was es tut, diese Blume eines Morgens mit einem einzigen Biss auslöschen kann, so soll das nicht wichtig sein?« Er wurde rot vor Erregung und fuhr fort: »Wenn einer eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal auf allen Millionen Sternen gibt, dann genügt es ihm völlig, dass er zu ihnen hinaufschaut, um glücklich zu sein. Er sagt sich, meine Blume ist da oben, irgendwo. Wenn aber das Schaf die Blume frisst, so ist es für ihn, als wären plötzlich alle Sterne ausgelöscht. Und das soll nicht wichtig sein?« Er konnte nichts mehr sagen. Er brach plötzlich in Schluchzen aus. Die Nacht war hereingebrochen. Ich hatte mein Werkzeug weggelegt. Mein Hammer, mein Bolzen, der Durst und der Tod, alles war mir gleichgültig. Es galt, auf einem Stern, einem Planeten, auf dem meinigen, hier auf der Erde, einen kleinen Prinzen zu trösten. Ich nahm ihn in die Arme, ich wiegte ihn, ich flüsterte ihm zu: »Die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr. Ich werde ihm einen Maulkorb zeichnen, deinem Schaf. Ich werde dir einen Zaun für deine Blume zeichnen.« Ich wusste nicht, was ich noch sagen sollte. Ich kam mir sehr ungeschickt vor. Ich wusste nicht, wie ich zu ihm gelangen, wo ich ihn erreichen konnte. Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen. Bald sollte ich jene Blume besser kennenlernen. Es hatte auf dem Planeten des kleinen Prinzen immer schon Blumen gegeben, sehr einfache, aus einem einzigen Kranz von Blütenblättern geformt. Sie spielten keine große Rolle und störten niemanden. Sie leuchteten eines Morgens im Grase auf und erloschen am Abend. Aber jene eine hatte eines Tages Wurzel geschlagen, aus einem Samen weiß Gott woher, und der kleine Prinz hatte diesen Spross, der den anderen Sprösslingen nicht glich, genau überwacht. Der Strauch hörte bald auf zu wachsen und begann eine Blüte anzusetzen. Der kleine Prinz, der der Entwicklung einer riesigen Knospe beiwohnte, fühlte wohl, eine wunderbare Erscheinung müsse aus ihr hervorgehen. Aber die Blume wurde nicht fertig damit, sich in ihrer grünen Kammer auf ihre Schönheit vorzubereiten. Ihre geheimnisvolle Toilette hatte also Tage und Tage gedauert. Und dann, eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufgangs, hatte sie sich enthüllt. Und sie, die mit solcher Genauigkeit gearbeitet hatte, sagte gähnend: »Ach, ich bin kaum aufgewacht. Ich bitte um Verzeihung. Ich bin noch ganz zerrauft.« Da konnte der kleine Prinz seine Bewunderung nicht mehr verhalten. »Wie schön sie sind!« »Nicht wahr?« antwortete sanft die Blume. »Und ich bin zugleich mit der Sonne geboren.« Der kleine Prinz erriet wohl, dass sie nicht allzu bescheiden war. Aber sie war so rührend. »Ich glaube, es ist Zeit zum Frühstücken«, hatte sie bald hinzugefügt. »Hätten Sie die Güte, an mich zu denken?« Und völlig verwirrt hatte der kleine Prinz eine Gießkanne mit frischem Wasser geholt und die Blume bedient. So hatte sie ihn sehr bald schon mit ihrer etwas scheuen Eitelkeit gequält. Eines Tages zum Beispiel, als sie von ihren vier Dornen sprach, hatte sie zum kleinen Prinzen gesagt: »Sie sollen nur kommen, die Tiger mit ihren Krallen.«
Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten, hatte der kleine Prinz eingewendet. Und die Tiger fressen auch kein Gras. Ich bin kein Gras, hatte die Blume sanft geantwortet. Verzeihen Sie bitte. Ich fürchte mich nicht vor den Tigern, aber mir graut vor der Zugluft. Hätten Sie keinen Wandschirm? Grauen vor Zugluft? Das sind schlechte Aussichten für eine Pflanze, hatte der kleine Prinz festgestellt. Diese Blume ist recht schwierig. Am Abend werden Sie mich unter einen Glassturz stellen. Es ist sehr kalt bei Ihnen. Das ist schlecht eingerichtet. Da, wo ich herkomme... Aber sie hatte sich unterbrochen. Sie war in Form eines Samenkorns gekommen. Sie hatte nichts von den anderen Welten wissen können. Beschämt, sich bei einer so einfältigen Lüge ertappen zu lassen, hatte sie zwei- oder dreimal gehustet, um den kleinen Prinzen ins Unrecht zu setzen. Der Wandschirm? Ich wollte ihn gerade holen, aber sie sprachen mit mir. Dann hatte sie sich neuerlich zum Husten gezwungen, um ihm trotzdem Gewissensbisse aufzunötigen. So hatte der kleine Prinz trotz des guten Willens seiner Liebe rasch an ihr zu zweifeln begonnen, ihre belanglosen Worte bitter ernst genommen und war sehr unglücklich geworden. »Ich hätte nicht auf sie hören sollen«, gestand er mir eines Tages. »Ich hätte sie nach ihrem Tun und nicht nach ihren Worten beurteilen sollen. Sie duftete und glühte für mich. Ich hätte niemals fliehen sollen. Ich hätte hinter all den armseligen Schlichen ihre Zärtlichkeit erraten sollen. Die Blumen sind zu widerspruchsvoll. Aber ich war zu jung, um sie lieben zu können.« Ich glaube, dass er zu seiner Flucht einen Zug wilder Vögel benutzt hat. Am Morgen seiner Abreise brachte er seinen Planeten schön in Ordnung. Sorgfältig fegte er seine tätigen Vulkane. Er besaß zwei tätige Vulkane. Das war sehr praktisch zum Frühstück kochen. Er besaß auch einen erloschenen Vulkan. Da er sich aber sagte, man kann nie wissen, fegte er auch den erloschenen Vulkan. Der kleine Prinz glaubte nicht, dass er jemals zurückkehren müsse. Aber alle diese vertrauten Arbeiten erschienen ihm an diesem Morgen ungemein süß. Und als er die Blume zum letzten Mal begoss und sich anschickte, sie unter den Schutz der Glasglocke zu stellen, entdeckte er in sich das Bedürfnis zu weinen. »Adieu«, sagte er zur Blume. Aber sie antwortete ihm nicht. »Adieu«, wiederholte er. Die Blume hustete, aber das kam nicht von der Erkältung. »Ich bin dumm gewesen«, sagte sie endlich zu ihm. »Ich bitte dich um Verzeihung. Versuche, glücklich zu sein.« Es überraschte ihn, dass die Vorwürfe ausblieben. Er stand ganz fassungslos da, mit der Glasglocke in der Hand. Er verstand diese stille Sanftmut nicht. »Aber ja, ich liebe dich«, sagte die Blume. »Du hast nichts davon gewusst. Das ist meine Schuld. Es ist ganz unwichtig, aber du warst ebenso dumm wie ich. Versuche, glücklich zu sein. Lass diese Glasglocke liegen, ich will sie nicht mehr.« »Aber der Wind?« »Ich bin nicht so stark erkältet, dass die frische Nachtluft wird mir gut tun. Ich bin eine Blume.« »Aber die Tiere?« »Ich muss wohl zwei oder drei Raupen aushalten, wenn ich die Schmetterlinge kennenlernen will. Auch das scheint sehr schön zu sein. Wer wird mich sonst besuchen? Du wirst ja weit weg sein. Was aber die großen Tiere angeht, so fürchte ich mich nicht. Ich habe meine Krallen.« Und sie zeigte treuherzig ihre vier Dornen. Dann fügte sie noch hinzu: »Zieh es nicht so in die Länge. Das ist ärgerlich. Du hast dich entschlossen zu reisen. So geh.« Denn sie wollte nicht, dass er sie weinen sähe. Es war eine so stolze Blume. Er befand sich in der Region der Asteroiden 325, 326, 327 und 328. Er begann also, sie zu besuchen, um sich zu beschäftigen und um sich zu bilden. Der erste Planet war von einem Eitlen bewohnt. »Ah, ah,
»Schau, schau, ein Bewunderer kommt zu Besuch«, rief der Eitle von Weitem, sobald er des kleinen Prinzen ansichtig wurde. Denn für die Eitlen sind die anderen Leute Bewunderer. »Guten Tag«, sagte der kleine Prinz. »Sie haben einen spaßigen Hut auf.« »Der ist zum Grüßen«, antwortete ihm der Eitle. »Er ist zum Grüßen, wenn man mir zujauchzt. Unglücklicherweise kommt hier niemand vorbei.« »Ach ja«, sagte der kleine Prinz, der nichts davon begriff. »Schlag deine Hände zusammen«, empfahl ihm der Eitle. Der kleine Prinz schlug seine Hände gegeneinander. Der Eitle grüßte bescheiden, indem er seinen Hut lüftete. Von neuem schlug der kleine Prinz die Hände zusammen. Der Eitle fuhr fort, seinen Hut grüßend zu lüften. Nach 5 Minuten wurde der kleine Prinz der Eintönigkeit dieses Spieles überdrüssig. »Und was muss man tun?«, fragte er, »damit der Hut herunterfällt?« Aber der Eitle hörte ihn nicht. Die Eitlen hören immer nur die Lobreden. »Bewunderst du mich wirklich sehr?«, fragte den kleinen Prinzen. »Was heißt bewundern?« »Bewundern heißt erkennen, dass ich der schönste, der bestangezogene, der reichste und der intelligenteste Mensch des Planeten bin. Aber du bist doch allein auf deinem Planeten.« »Mach mir die Freude. Bewundere mich trotzdem.« »Ich bewundere dich«, sagte der kleine Prinz, indem er ein bisschen die Schultern hob. »Aber wozu nimmst du das wichtig?« Und der kleine Prinz machte sich davon. »Die großen Leute sind entschieden sehr verwunderlich«, stellte er auf seiner Reise fest. Den nächsten Planeten bewohnte ein Säufer. Dieser Besuch war sehr kurz, aber er tauchte den kleinen Prinzen in eine tiefe Schwermut. »Was machst du da?«, fragte er den Säufer, den er stumm vor einer Reihe leerer und einer Reihe voller Flaschen sitzend antraf. »Ich trinke«, antwortete der Säufer mit düsterer Miene. »Warum trinkst du?«, fragte ihn der kleine Prinz. »Um zu vergessen«, antwortete der Säufer. »Um was zu vergessen?«, erkundigte sich der kleine Prinz, der ihn schon bedauerte. »Um zu vergessen, dass ich mich schäme«, gestand der Säufer und senkte den Kopf. »Weshalb schämst du dich?«, fragte der kleine Prinz, der den Wunsch hatte, ihm zu helfen. »Weil ich saufe«, endete der Säufer und verschloss sich endgültig in sein Schweigen. Und der kleine Prinz verschwand bestürzt. »Die großen Leute sind entschieden sehr, sehr wunderlich«, sagte er zu sich auf seiner Reise. Der dritte Planet war der des Geschäftsmannes. Dieser Mann war so beschäftigt, dass er bei der Ankunft des kleinen Prinzen nicht einmal den Kopf hob. »Guten Tag«, sagte dieser zu ihm. »Ihre Zigarette ist ausgegangen. 3 und 2 ist 5, 5 und 7 ist 12, 12 und 3 ist 15, guten Tag. 15 und 7 ist 22, 22 und 6 ist 28, keine Zeit, sie wieder anzuzünden. 26 und 5 ist 31, uff, das macht also 501.622.731.« 500 Millionen wovon? Wie, du bist noch immer da? 501 Millionen von... Ich weiß nicht mehr, ich habe so viel Arbeit, ich bin ein ernsthafter Mann, ich gebe mich nicht mit Kindereien ab. 2 und 5 ist 7. 501 Millionen wovon? Wiederholte der kleine Prinz, der niemals in seinem Leben auf eine Frage verzichtete, die er einmal gestellt hatte. Der Geschäftsmann begriff, dass es keine Aussicht auf Frieden gab. Millionen von diesen kleinen Dingern, die man manchmal am Himmel sieht. Fliegen. Aber nein, kleine Dinger, die glänzen. Bienen. Aber nein, kleine goldene Dinger, von denen die Nichtstuer träumerisch werden. Ich bin ein ernsthafter Mann, ich habe nicht Zeit zu Träumereien. Ach, die Sterne. Dann sind es wohl die Sterne. Und was machst du mit 500 Millionen Sternen? Was ich damit mache? Ja. Nichts, ich besitze sie. Wie kann man die Sterne besitzen? Wenn du einen Diamanten findest, der niemandem gehört, dann ist er dein. Wenn du eine Insel findest, die niemandem gehört, so ist sie dein. Wenn du als Erster einen Einfall hast und du lässt ihn patentieren, so ist er dein. Und ich besitze die Sterne, da niemand vor mir daran gedacht hat, sie zu besitzen. Das ist wahr, sagte der kleine Prinz. Und was machst du damit? Ich verwalte sie, ich zähle sie und zähle sie wieder, sagte der Geschäftsmann. Das ist nicht leicht,
aber ich bin ein ernsthafter Mann. Der kleine Prinz war noch nicht zufrieden. Wenn ich einen Seidenschal habe, kann ich ihn um meinen Hals wickeln und mitnehmen. Wenn ich eine Blume habe, kann ich meine Blume pflücken und mitnehmen. Aber du kannst die Sterne nicht pflücken. Nein, aber ich kann sie in die Bank legen. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich die Zahl meiner Sterne auf ein kleines Papier schreibe und dann sperre ich dieses Papier in eine Schublade. Und das ist alles? Das genügt. Das ist amüsant, dachte der kleine Prinz. Ich, sagte er noch, ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag begieße. Ich besitze 3 Vulkane, die ich jede Woche kehre. Denn ich kehre auch den Erloschenen. Man kann nie wissen. Es ist gut für meine Vulkane und gut für meine Blume, dass ich sie besitze. Aber du bist für die Sterne zu nichts nütze. Der Geschäftsmann öffnete den Mund, aber er fand keine Antwort. Und der kleine Prinz verschwand. Die großen Leute sind entschieden, ganz ungewöhnlich, sagte er sich auf der Reise. Der vierte Planet war 10-mal so groß. Er war von einem alten Herrn bewohnt, der ungeheure Bücher schrieb. Da schau, ein Forscher, rief er, als er den kleinen Prinzen sah. Der kleine Prinz setzte sich an den Tisch und verschnaufte ein wenig. Er war schon so viel gereist. Woher kommst du? Fragte ihn der alte Herr. Was ist das für ein dickes Buch? Sagte der kleine Prinz. Was machen Sie da? Ich bin Geograph, sagte der alte Herr. Was ist das, ein Geograph? Das ist ein Gelehrter, der weiß, wo sich die Meere, die Ströme, die Städte, die Berge und die Wüsten befinden. Das ist sehr interessant, sagte der kleine Prinz. Endlich ein richtiger Beruf. Und er warf einen Blick um sich auf den Planeten des Geographen. Er hatte noch nie einen so majestätischen Planeten gesehen. Er ist sehr schön, euer Planet. Gibt es da auch Ozeane? Das kann ich nicht wissen, sagte der Geograph. Ach, der kleine Prinz war enttäuscht. Und Berge? Auch das kann ich nicht wissen. Aber ihr seid doch Geograph. Richtig, sagte der Geograph, aber ich bin nicht Forscher. Es fehlt uns gänzlich an Forschern. Nicht der Geograph geht die Städte, die Ströme, die Berge, die Meere, die Ozeane und die Wüsten zählen. Der Geograph ist zu wichtig, um herumzustreunen. Er verlässt seinen Schreibtisch nicht, aber er empfängt die Forscher. Er befragt sie und schreibt sich ihre Eindrücke auf. Plötzlich ereiferte sich der Geograph. Und du kommst von weit her. Du bist ein Forscher. Du wirst mir deinen Planeten beschreiben. Und der Geograph schlug sein Registrierbuch auf und spitzte seinen Bleistift. Nun? Fragte der Geograph. Oh, bei mir zu Hause, sagte der kleine Prinz, ist nicht viel los. Da ist es ganz klein. Ich habe 3 Vulkane, 2 Vulkane in Tätigkeit und einen erloschenen. Aber man kann nie wissen. Man weiß nie, sagte der Geograph. Ich habe auch eine Blume. Wir schreiben die Blumen nicht auf, sagte der Geograph. Warum das? Sie sind das Schönste. Weil die Blumen vergänglich sind. Was heißt vergänglich? Das heißt, von baldigem Entschwinden bedroht. Ist meine Blume von baldigem Entschwinden bedroht? Gewiss. Meine Blume ist vergänglich, sagte sich der kleine Prinz, und sie hat nur 4 Dornen, um sich gegen die Welt zu wehren, und ich habe sie ganz allein zu Hause zurückgelassen. Das war seine erste Regung von Reue. Aber er fasste wieder Mut. Was raten Sie mir, wohin ich gehen soll? Fragte er. Auf den Planeten Erde, antwortete der Geograph. Er hat einen guten Ruf. Und der kleine Prinz machte sich auf und dachte an seine Blume. Der fünfte Planet war also die Erde. Die Erde ist nicht irgendein Planet. Man zählt da 7000 Geographen, 900.000 Geschäftsleute, 7,5 Millionen Säufer, 311 Millionen Eitle, kurz ungefähr 2 Milliarden erwachsene Leute. Einmal auf der Erde wunderte sich der kleine Prinz, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten geirrt zu haben, als ein mondfarbener Ring sich im Sande bewegte. »Gute Nacht«, sagte der kleine Prinz aufs Geratewohl.
Gute Nacht, sagte die Schlange. Auf welchem Planeten bin ich gefallen? Fragte der kleine Prinz. Auf die Erde. Du bist in Afrika, antwortete die Schlange. Ah, es ist also niemand auf der Erde? Hier ist die Wüste. In der Wüste ist niemand. Die Erde ist groß, sagte die Schlange. Der kleine Prinz setzte sich auf einen Stein und hob die Augen zum Himmel. Ich frage mich, sagte er, ob die Sterne leuchten, damit jeder eines Tages den seinen wiederfinden kann. Schau meinen Planeten an, er steht gerade über uns, aber wie weit ist er fort? Er ist schön, sagte die Schlange. Was willst du hier machen? Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume, sagte der kleine Prinz. Ah, sagte die Schlange. Und sie schwiegen. Wo sind die Menschen? Fuhr der kleine Prinz endlich fort. Man ist ein bisschen einsam in der Wüste. Man ist auch bei den Menschen einsam, sagte die Schlange. Der kleine Prinz sah sie lange an. Du bist ein drolliges Tier, sagte er schließlich, dünn wie ein Finger. Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs, sagte die Schlange. Der kleine Prinz musste lächeln. Du bist nicht sehr mächtig, du hast nicht einmal Füße, du kannst nicht einmal reisen. Ich kann dich weiter wegbringen als ein Schiff, sagte die Schlange. Sie rollte sich um den Knöchel des kleinen Prinzen wie ein goldenes Armband. Wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, aus der er hervorgegangen ist, sagte sie noch. Aber du bist rein. Du kommst von einem Stern. Der kleine Prinz antwortete nicht. Du tust mir leid auf dieser Erde aus Granit. Du, der du so schwach bist, ich kann dir eines Tages helfen, wenn du dich zu sehr nach deinem Planeten sehnst. Ich kann, oh, ich habe sehr gut verstanden, sagte der kleine Prinz. Aber warum sprichst du immer in Rätseln? Ich löse sie alle, sagte die Schlange. Und sie schwiegen. Nachdem der kleine Prinz lange über den Sand gewandert war, geschah es, dass er endlich eine Straße entdeckte. Und die Straßen führen alle zu den Menschen. Guten Tag, sagte er. Da war ein blühender Rosengarten. Guten Tag, sagten die Rosen. Der kleine Prinz sah sie an. Sie glichen alle seiner Blume. Wer seid ihr? Fragte sie höchst erstaunt. Wir sind Rosen, sagten die Rosen. Ach, sagte der kleine Prinz, und er fühlte sich sehr unglücklich. Seine Blume hatte ihm erzählt, dass sie auf der ganzen Welt einzig in ihrer Art sei, und siehe, da waren 5000 davon, alle gleich, in einem einzigen Garten. Sie wäre sehr böse, wenn sie das sähe, sagte er sich. Dann sagte er sich noch, ich glaubte, ich sei reich durch eine einzigartige Blume, und ich besitze nur eine gewöhnliche Rose. Sie und meine drei Vulkane, die mir bis ans Knie reichen und von denen einer vielleicht für immer erloschen ist, das macht aus mir keinen sehr großen Prinzen. Und er warf sich ins Gras und weinte. In diesem Augenblick erschien der Fuchs. Guten Tag, sagte der Fuchs. Guten Tag, antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nichts sah. Ich bin da, sagte die Stimme, unter dem Apfelbaum.
Wer bist du? Sagte der kleine Prinz. Du bist sehr hübsch. Ich bin ein Fuchs, sagte der Fuchs. Komm und spiel mit mir, schlug der kleine Prinz vor. Ich bin so traurig, ich kann nicht mit dir spielen, sagte der Fuchs. Ich bin auch nicht gezähmt. Ah, Verzeihung, sagte der kleine Prinz. Aber nach einiger Überlegung fügte er hinzu, was bedeutet das, zähmen? Du bist nicht von hier, sagte der Fuchs. Was suchst du? Ich suche die Menschen, sagte der kleine Prinz. Was bedeutet zähmen? Die Menschen, sagte der Fuchs, haben Gewehre und schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst Hühner? Nein, sagte der kleine Prinz, ich suche Freunde. Was heißt zähmen? Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache, sagte der Fuchs. Es bedeutet, sich vertraut machen. Vertraut machen? Gewiss, sagte der Fuchs. Du bist für mich noch nichts als ein kleiner Knabe, der 100.000 kleinen Knaben völlig gleicht. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der 100.000 Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt. Der Fuchs verstummte und schaute den Prinzen lange an. Bitte, zähme mich, sagte er. »Ich möchte wohl«, antwortete der kleine Prinz, »aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen.« »Man kennt nur die Dinge, die man zähmt«, sagte der Fuchs. »Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, so zähme mich.« »Was muss ich da tun?« sagte der kleine Prinz. »Du musst sehr geduldig sein«, antwortete der Fuchs. »Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel anschauen, und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können.« So machte denn der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut. Und als die Stunde des Abschieds nahe war, »Ach«, sagte der Fuchs, »ich werde weinen.« »Das ist deine Schuld«, sagte der kleine Prinz, »ich wünschte dir nichts Übles, aber du hast gewollt, dass ich dich zähme.« »Gewiss«, sagte der Fuchs. »Aber nun wirst du weinen«, sagte der kleine Prinz. »Bestimmt«, sagte der Fuchs. Dann fügte er hinzu, »Geh wieder die Rosen anschauen. Du wirst begreifen, dass die deine einzig ist in der Welt. Du wirst wiederkommen und mir Adieu sagen, und ich werde dir ein Geheimnis schenken.« Der kleine Prinz ging, die Rosen wiederzusehen. »Ihr gleicht meiner Rose gar nicht. Ihr seid noch nichts«, sagt er zu ihnen. »Niemand hat sich euch vertraut gemacht, und auch ihr habt euch niemandem vertraut gemacht. Ihr seid, wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs wie 100.000 andere, aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht, und jetzt ist er einzig in der Welt.« Und die Rosen waren sehr beschämt. »Ihr seid schön, aber ihr seid leer«, sagt er noch. »Man kann für euch nicht sterben. Gewiss ein Irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, meine Rose ähnle euch, aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle, da sie es ist, die ich begossen habe, da sie es ist, die ich unter den Glassturz gestellt habe, da sie es ist, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe oder auch manchmal schweigen, da es meine Rose ist.« Und er kam zum Fuchs zurück. »Adieu«, sagte er. »Adieu«, sagte der Fuchs, »hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar«, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. »Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe«, sagte der kleine Prinz, um es sich zu merken. »Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen«, sagte der Fuchs, »aber du darfst sie nicht vergessen.
Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich. Ich bin für meine Rose verantwortlich, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Es war am 8. Tag nach meiner Panne in der Wüste und ich trank gerade den letzten Tropfen meines Wasservorrates. Ach, sagte ich zum kleinen Prinzen, deine Erinnerungen sind ganz hübsch, aber ich habe mein Flugzeug noch nicht repariert, habe nichts mehr zu trinken und wäre glücklich, wenn ich ganz gemächlich zu einem Brunnen gehen könnte. Mein Freund, der Fuchs, sagte er, mein kleines Kerlchen, es handelt sich nicht mehr um den Fuchs. Warum? Weil man vor Durst sterben kann. Er ermisst die Gefahr nicht, sagte ich mir. Er hat nie Hunger, nie Durst. Ein bisschen Sonne genügt ihm. Aber er sah mich an und antwortete auf meine Gedanken. Ich habe auch Durst. Suchen wir einen Brunnen. Ich machte eine Gebärde der Hoffnungslosigkeit. Es ist sinnlos, auf gut Glück in der Endlosigkeit der Wüste einen Brunnen zu suchen. Dennoch machten wir uns auf den Weg. Als wir stundenlang schweigend dahingezogen waren, brach die Nacht herein und die Sterne begannen zu leuchten. Ich sah sie wie im Traum, ich hatte ein wenig Fieber vor Durst. Die Worte des kleinen Prinzen tanzten durch mein Bewusstsein. »Du hast also auch Durst?« fragte ich ihn. Er antwortete nicht auf meine Frage, er sagte einfach, »Wasser kann auch gut sein für das Herz.« Ich verstand seine Worte nicht, aber ich schwieg. Ich wusste, dass man ihn nicht fragen durfte. Er war müde, er setzte sich. Ich setzte mich neben ihn. Und nach einem Schweigen sagte er noch, »Die Sterne sind schön, weil sie an eine Blume erinnern, die man nicht sieht.« Ich antwortete, »Gewiss«, und betrachtete schweigend die Falten des Sandes unter dem Mond. Da der kleine Prinz einschlief, nahm ich ihn in meine Arme und machte mich wieder auf den Weg. Ich war bewegt. Mir war, als trüge ich ein zerbrechliches Kleinod. Und ich sagte mir, was mich an diesem kleinen, eingeschlafenen Prinzen so sehr rührt, ist seine Treue zu einer Blume, ist das Bild einer Rose, das ihn durchstrahlt wie die Flamme einer Lampe, selbst wenn er schläft. Und er kam mir noch zerbrechlicher vor als bisher. Man muss die Lampen sorgsam schützen. Ein Windstoß kann sie zum Verlöschen bringen. Und während ich so weiterging, entdeckte ich bei Tagesanbruch den Brunnen. Er glich nicht den Brunnen der Sahara. Die Brunnen der Sahara sind einfach in den Sand gegrabene Löcher. Dieser da glich einem Dorfbrunnen. Aber es war keinerlei Dorf da, und ich glaubte zu träumen. »Das ist merkwürdig«, sagte ich zum kleinen Prinzen. »Alles ist bereit. Die Winde, der Kübel und das Seil.« Er lachte, berührte das Seil, ließ die Rolle spielen, und die Rolle knarrt wie ein altes Windrad, wenn der Wind lange geschlafen hat. »Du hörst«, sagte der kleine Prinz, »wir wecken diesen Brunnen auf, und er singt.« Ich wollte nicht, dass er sich abmühte. »Lass mich das machen«, sagte ich zu ihm, »das ist zu schwer für dich.« Langsam hob ich den Kübel bis zum Brunnenrand. Ich stellte ihn dort schön aufrecht. In meinen Ohren war noch immer der Gesang der Zugwinde, und im Wasser, das noch zitterte, sah ich die Sonne zittern. »Ich habe Durst nach diesem Wasser«, sagte der kleine Prinz, »gib mir zu trinken.« Und ich verstand, was er gesucht hatte. Ich hob den Kübel an seine Lippen, er trank mit geschlossenen Augen, das war süß wie ein Fest. Dieses Wasser war etwas ganz anderes als ein Trunk. Es war entsprungen dem Marsch unter den Sternen, dem Gesang der Rolle, der Mühe meiner Arme. Es war gut fürs Herz, wie ein Geschenk. »Die Menschen bei dir zu Hause«, sagte der kleine Prinz, »züchten 5000 Rosen in ein und demselben Garten, und sie finden dort nicht, was sie suchen.« »Sie finden es nicht«, antwortete ich. »Und dabei kann man das, was sie suchen, in einer einzigen Rose oder in einem bisschen Wasser finden.« »Ganz gewiss«, antwortete ich. Und der kleine Prinz fügte hinzu, »aber die Augen sind blind. Man muss mit dem Herzen suchen.«
Ich hatte getrunken. Es atmete sich wieder gut. Der Sand hat bei Tagesanbruch die Farbe des Honigs. Auch über diese Honigfarbe war ich glücklich. Warum musste ich Kummer haben? »Du musst dein Versprechen halten«, sagte sanft der kleine Prinz, der sich wieder zu mir gesetzt hatte. »Welches Versprechen?« »Du weißt, ein Maulkorb für mein Schaf. Ich bin verantwortlich für diese Blume.« Ich nahm meine Skizzen aus der Tasche, ich kritzelte einen Maulkorb hin. Und das Herz krampfte sich mir zusammen, als ich ihn dem kleinen Prinzen gab. »Du hast Pläne, von denen ich nichts weiß.« Aber er antwortete nicht. Er sagte, »Du weißt, mein Sturz auf die Erde, morgen wird es ein Jahr sein.« Dann nach einem Schweigen sagte er noch, »Ich war ganz in der Nähe heruntergefallen.« Und er errötete. Wieder fühlte ich einen merkwürdigen Kummer, ohne zu wissen, warum. Indessen kam mir eine Frage. »Dann ist es kein Zufall, dass du am Morgen, da ich dich kennenlernte, vor 8 Tagen, so ganz allein 1000 Meilen von allen bewohnten Gegenden entfernt spazieren gingst. Du kehrtest zu dem Punkt zurück, wohin du gefallen warst.« Von neuem errötete der kleine Prinz. Er antwortete nie auf die Fragen, aber wenn man errötet, so bedeutet das Ja, nicht wahr? »Ach«, sagte ich, »ich habe Angst.« Aber er antwortete, »du musst jetzt arbeiten. Du musst wieder zu deiner Maschine zurückkehren. Ich erwarte dich hier. Komm morgen Abend wieder.« Aber ich war nicht beruhigt. Ich erinnerte mich an den Fuchs. Man läuft Gefahr, ein bisschen zu weinen, wenn man sich hat zähmen lassen. Neben dem Brunnen stand die Ruine einer alten Steinmauer. Als ich am nächsten Abend von meiner Arbeit zurückkam, sah ich meinen kleinen Prinzen von weitem mit herabhängenden Beinen da oben sitzen. Und ich hörte ihn sprechen. »Du erinnerst dich also nicht mehr«, sagte er. »Es ist nicht ganz genau hier.« Zweifellos antwortete ihm eine andere Stimme, da er erwiderte, »Doch, doch, es ist wohl der Tag, aber nicht genau der Ort.« Ich setzte meinen Weg zur Mauer fort. Ich sah und hörte niemanden. Dennoch erwiderte der kleine Prinz von neuem, »Gewiss, du wirst sehen, wo meine Spur im Sande beginnt. Du brauchst mich nur dort zu erwarten. Ich werde heute Nacht dort sein.« Ich war 20 Meter von der Mauer entfernt und sah noch immer nichts. Der kleine Prinz sagte nach einem kurzen Schweigen, »Du hast gutes Gift. Bist du sicher, dass du mich nicht lange leiden lässt?« Ich blieb stehen und das Herz presste sich mir zusammen, aber ich verstand noch immer nicht. »Jetzt geh weg«, sagte er, »ich will hinunterspringen.« Da richtete ich selbst den Blick auf den Fuß der Mauer und ich machte einen Satz. Da war zum kleinen Prinzen emporgereckt eine dieser gelben Schlangen, die einen in 30 Sekunden erledigen. Ich wühlte in meiner Tasche nach meinem Revolver und begann zu laufen. Aber bei dem Lärm, den ich machte, ließ ich die Schlange sacht in den Sand gleiten, wie ein Wasserstrahl, der stirbt, und ohne allzu große Eile schlüpfte sie mit einem leichten metallenen Klirren zwischen die Steine. Gerade rechtzeitig kam ich zur Mauer, um den kleinen Prinzen in meinen Armen aufzufangen. Er war bleich wie der Schnee. »Was sind das für Geschichten? Du sprichst jetzt mit Schlangen?« Er schaute mich ernsthaft an und legte seine Arme um meinen Hals. Ich fühlte sein Herz klopfen wie das eines sterbenden Vogels, den man mit der Flinte geschossen hat. Er sagte zu mir, »Ich bin froh, dass du gefunden hast, was an deiner Maschine fehlte. Du wirst nach Hause zurückkehren können.« »Woher weißt du das?« Ich hatte ihm gerade erzählen wollen, dass mir gegen alle Erwartung meine Arbeit geglückt sei. Er antwortete nicht auf meine Frage, fuhr aber fort, »Auch ich werde heute nach Hause zurückkehren.« Dann schwermütig, »Das ist viel weiter. Das ist viel schwieriger.« Ich fühlte wohl, dass etwas Außergewöhnliches vorging. Ich schloss ihn fest in die Arme wie ein kleines Kind
und doch schien es mir, als stürzte er senkrecht in einen Abgrund, ohne dass ich imstande war, ihn zurückzuhalten. Sein Blick war ernst. Er verlor sich in weiter Ferne. »Ich habe dein Schaf, und ich habe die Kiste für das Schaf, und ich habe den Maulkorb.« Und er lächelte schwermütig. »Diese Nacht wird es ein Jahr. Mein Stern wird sich gerade über dem Ort befinden, wo ich letztes Jahr gelandet bin. Kleines Kerlchen, ist sie nicht ein böser Traum, diese Geschichte mit der Schlange und der Vereinbarung und dem Stern?« Aber er antwortete nicht auf meine Frage. Er sagte, »Was wichtig ist, sieht man nicht.« »Gewiss, das ist wie mit der Blume. Wenn du eine Blume liebst, die auf einem Stern wohnt, so ist es süß, bei Nacht den Himmel zu betrachten. Alle Sterne sind voll Blumen. Du wirst in der Nacht die Sterne anschauen. Mein Zuhause ist zu klein, um dir zeigen zu können, wo es umgeht. Es ist besser so. Mein Stern wird für dich einer der Sterne sein. Dann wirst du alle Sterne gern anschauen. Alle werden sie deine Freunde sein. Und dann werde ich dir ein Geschenk machen.« Er lachte. »Ach, kleines Kerlchen, kleines Kerlchen, ich höre dieses Lachen so gern. Gerade das wird mein Geschenk sein. Was willst du damit sagen?« »Die Leute haben Sterne, aber alle diese Sterne schweigen. Du wirst Sterne haben, wie sie niemand hat.« »Was willst du sagen?« »Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen können.« Und er lachte wieder. »Es wird sein, als hätte ich dir statt der Sterne eine Menge kleiner Schellen geschenkt, die lachen können.« Und er lachte noch immer. Dann wurde er wieder ernst. »Diese Nacht, weißt du, komm nicht. Ich werde dich nicht verlassen. Es wird so aussehen, als wäre ich krank. Ein bisschen, als stürbe ich. Das ist so. Komm nicht das anschauen. Es ist nicht der Mühe. Ich werde dich nicht verlassen.« Aber er war voll Sorge. »Ich sage dir das, auch wegen der Schlange. Sie darf dich nicht beißen. Schlangen sind böse. Sie können zum Vergnügen beißen. Ich werde dich nicht verlassen.« Aber etwas beruhigte ihn. »Es ist wahr, sie haben für den zweiten Biss kein Gift mehr.« Ich habe es nicht gesehen, wie er sich in der Nacht auf den Weg machte. Er war lautlos entwischt. Als es mir gelang, ihn einzuholen, marschierte er mit raschem, entschlossenem Schritt dahin. Er sagte nur, »Ah, du bist da.« Und er nahm mich bei der Hand. Aber er quälte sich noch. »Du hast nicht recht getan. Es wird dir Schmerz bereiten. Es wird aussehen, als wäre ich tot. Und das wird nicht wahr sein.« Ich schwieg. »Du verstehst. Es ist zu weit. Ich kann diesen Leib da nicht mitnehmen. Er ist zu schwer.« Ich schwieg. »Aber er wird da liegen wie eine alte, verlassene Hülle. Man soll nicht traurig sein um solche alten Hüllen.« Ich schwieg. Er verlor ein bisschen den Mut, aber er gab sich noch Mühe. »Weißt du, auch ich werde die Sterne anschauen. Alle Sterne werden Brunnen sein mit einer verrosteten Winde. Alle Sterne werden mir zu trinken geben.« Ich schwieg. »Das wird so lustig sein. Du wirst 500 Millionen Schellen haben. Ich werde 500 Millionen Brunnen haben.« Und auch er schwieg, weil er weinte. Da ist es.
Lass mich einen Schritt ganz allein tun. Und er setzte sich, weil er Angst hatte. Er sagte noch, du weißt, meine Blume, ich bin für sie verantwortlich. Und sie ist so schwach. Sie hat 4 Dornen, die aber nicht taugen, sie gegen die Welt zu schützen. Ich setzte mich, weil ich mich nicht mehr aufrecht halten konnte. Er sagte, hier, das ist alles. Er zögerte noch ein bisschen, dann erhob er sich. Er tat einen Schritt. Ich konnte mich nicht rühren. Es war nichts als ein gelber Blitz an seinem Knöchel. Er blieb einen Augenblick reglos. Er schrie nicht. Er fiel sachte, wie ein Blatt fällt. Ohne das leiseste Geräusch fiel er in den Sand. Und jetzt sind es gewiss schon wieder 6 Jahre her. Ich habe mich ein bisschen getröstet. Das heißt, nicht ganz. Aber ich weiß, er ist auf seinen Planeten zurückgekehrt. Denn bei Tagesanbruch habe ich seinen Körper nicht wiedergefunden. Und ich liebe es, des Nachts den Sternen zuzuhören. Sie sind wie 500 Millionen Glöckchen.